Jeder muss zurzeit sparen. Das spürt auch die Schmuckindustrie, die im Hunsrück in und um Idar-Oberstein schon seit Jahrhunderten Tradition hat. Doch von dort gibt es trotzdem gute Nachrichten. Denn offensichtlich gibt es immer noch genügend wohlhabende Menschen, die ihr Geld in Luxusprodukte wie Schmuck investieren können. Seine Kollektionen? Kunstvoll. Seit 30 Jahren betreibt Jürgen Stellwagen eine kleine Schmuckwerkstatt in Idar-Oberstein. Doch in den letzten Monaten kommen immer weniger Kunden zu ihm. Früher war es so, dass man einfach auch mal geguckt hat, auch geflaxt hat oder mal probiert hat, sich getraut hat zu probieren. Und das ist jetzt so aus dem Kopf raus. So nach dem Motto, ich kaufe es mir eh nicht, dann probiere ich auch gar nicht erst. Trotzdem läuft das Geschäft. Denn ausgerechnet seine teuersten Kreationen sind derzeit besonders gefragt. Schmuck für 5.000 bis 10.000 Euro. Natürlich freut man sich drüber. Und das ist ja auch das, was uns im Moment den Betrieb weiterführt. Ohne Aufträge können wir nicht weiter investieren. Und wir leben auch davon. Auch ein Familienunternehmen in Mörschied spürt die Lust auf teuren Schmuck. Sebastian Schuler ist Teil des Unternehmens. Sage und schreibe, 1 Million Edelsteine werden hier im Jahr gefertigt. Gekauft werden sie von großen, bekannten Luxusmarken und Schmuckproduzenten in aller Welt. Und weil die Nachfrage gerade groß ist, wird sogar eine neue Produktionshalle gebaut. Während der Pandemie waren wir tatsächlich auch angespannt, weil wir nicht wussten, wie sich diesmal das Thema Luxusgüter entwickeln wird. Waren aber tatsächlich überrascht, dass wir trotzdem weiter produzieren konnten. Und das Jahr 2021 hat dann nochmal direkt extrem angezogen, sodass wir dann auch Rekordjahre hatten. Sind quasi jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, Luxus ist tatsächlich auch von so einer Krise nicht tangiert worden. Die heimische Schmuckindustrie und das Goldschmiedehandwerk, es läuft trotz Krise. 10% Umsatz plus, das bestätigt uns auch der Bundesverband der Juweliere. Ich glaube, da kommen mehrere Faktoren im Moment zusammen. Zum einen haben die Leute nach 2 Jahren Corona vielleicht das Bedürfnis, sich mal wieder etwas zu gönnen. Und das Schöne und Rare ist ja auch ein willkommener Gegenpol zu all der Unsicherheit, die im Moment in der Welt herrscht. Die Inflation ist natürlich auch von daher von Bedeutung, dass die Menschen vielleicht nicht mehr so viel Lust haben, dabei zuzugucken, wie ihr Geld auf der Bank immer weniger wert wird. Schmuck auch als Geldanlage. Für die Edelsteinindustrie in und um Idar-Oberstein ist das eine glänzende Nachricht.